Meine Erfahrung mit Social Credit, Überwachung und Corona in China, also so teilt sich mein Vortrag auf. Also ich erzähle mal so ein bisschen was über mich, wie ich nach China gekommen bin, meine Skepsis und Bedenken, die Eindrücke und Erfahrungen der ersten Tage und Wochen, weil das war in der Quarantäne ganz interessant. Dann meine ganzen Fragen, die sich aufgetan haben über diese ersten Tage und Wochen und dann, wie ich so jetzt über das Thema denke, über Corona und Überwachung in China. Das war durchaus eine interessante Erfahrung. Ist das mit dem Ton okay? Ich finde es fast noch ein bisschen viel. Ist das okay? Ja? Bisschen mehr. Hinten, der Kollege sagt, bisschen mehr. Ja, deswegen, ich habe auch so dieses Echo-Gefühl. Jawohl, jetzt hörst du mich? Noch lauter. Ja, da will ich kurz sagen, also das ist, was ich jetzt hier sage, ist alles meine Sichtweise. Ich weiß natürlich nicht, wenn jemand anders nach China fährt, das sieht das vielleicht alles ein bisschen anders. Dann ist es keine wissenschaftliche Arbeit, sondern einfach mal, ich sag mal, so eine Art Vortrag und ein paar Dias über China und mich. Und der Stand ist auch Mai 22. Ich war danach nicht nochmal da, ich hätte eigentlich nochmal dort arbeiten müssen, aber da gab es aufgrund von Sanktionspolitik der USA kleine Schwierigkeiten. Und deswegen kann es sein, dass ich in 2-3 Wochen nochmal hin muss, aber das ist alles noch ziemlich schwierig zu sagen momentan. Also kurz zu mir, ich bin Ricardo Kaufmann aus Erfurt, bin eigentlich ein Kreativer, der durch die Corona-Zeit in Schwierigkeit geraten ist. Ich weiß, das Thema Corona mag vielleicht nicht jeder mehr hören, aber es ist wichtig auch für den Vortrag, weil da manche Dinge anders gelaufen sind als bei uns. Ja, also ich bin halt durch Corona in die Situation gekommen, zu Hause gesessen und da hat mich ein Freund angerufen, hat gefragt, hier, wie sieht's aus, willst du mit nach China kommen? Und da habe ich gedacht, wie mit nach China kommen? Dann hat er gesagt, hier, ich habe da einen Job. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fahren wir mal nach China. Und da habe ich mich halt vorher ein bisschen schlau gemacht, was da so auf mich zukommen könnte. Und ja, also hier, Kreative aus Erfurt, Corona geplagt. Ja, und dann bin ich, diese ganzen Tests durchlaufen. Weil man muss, wenn man nach China will oder musste, sich ziemlich gut durch PCR-Tests und alles testen lassen. Das war schwierig. Also mein erster Testdurchlauf hat nicht geklappt. Also man musste 2 PCR-Tests machen plus einen Bluttest. Und bei dem Bluttest, da war ein Wert nicht richtig und da durfte ich nicht mitfliegen. Und da bin ich wieder nach Hause gefahren und dann ging das Prozedere die Woche drauf nochmal los. Und so sah das dann aus, also wenn man sich da registriert hat, musste man 2 Erklärungen machen, einmal für den Zoll und einmal, um überhaupt fliegen zu dürfen, diesen Green Code musste man machen und damit durfte man dann nach China fliegen. Das war gar nicht so easy, also diesen Green Code hier, den musste man direkt am Flughafen machen, also mit allen Tests, die musste man da einreichen, musste so ein Portal aufrufen. Und dann hat man gewartet und hat gehofft, dass man diesen Grüncode bekommt. Hier unten steht, ich weiß nicht, ob man das sieht. Also wenn man Grüncode hatte, durfte man fliegen. War er rot, dann war es sowieso vorbei und grau war sozusagen, da ist das noch in Bearbeitung. Das erste Mal war der dann bei mir rot und es konnte mir aber keiner erklären, warum, weshalb, wieso. Und das haben wir dann erst im Nachhinein erfahren, dass halt meine Blutwerte nicht gestimmt haben bei meinem Bluttest. Und das hier ist so eine Zollerklärung, die ist auch nur eine gewisse Zeit gültig gewesen. Die musste bei Landung noch gültig sein. Also das ging alles erst am Flughafen. Also man konnte erst am Flughafen alles ausfüllen und musste dann sozusagen einchecken und dann hoffen, dass alles funktioniert. Also das war gar nicht so easy. Das Gute war, in Frankfurt am Flughafen war nichts los. Also wir waren die Einzigen an dem Tag, an dem Abend, wo ich geflogen bin, sah das so noch aus. Am Frankfurter Flughafen, das war im Februar 2021. Nee, 20, doch 21, genau im Februar. Da sah das so am Flughafen aus. Und wir waren die einzige Maschine, die an dem Abend geflogen ist, die nach China
wie man hier sieht, also hier die ganzen Gates, wo normalerweise die Flieger stehen, die sind hier alle leer. Also da steht nur noch eine Maschine rum. Das war auch interessant, den Frankfurter Flughafen, ich weiß nicht, den kennt sicherlich jeder, also da war bestimmt schon mal jemand da. Der war leer. Also da waren wirklich nur die paar Leute, die mit dem Flieger nach China geflogen sind, sonst war der Flughafen ohne Menschen. Also sowas habe ich noch gar nicht gesehen. Das war ziemlich interessant. Ja, und dann ging es halt los nach Shanghai. Und so sah das dann in Shanghai am Flughafen aus. Also das war ein bisschen wie Landung auf dem Mars, weil die waren wirklich alle in diesen Anzügen, die Chinesen. Und da wurden auch die ganzen Koffer und so, das wurde alles abgesprüht. Also die haben da nichts durchgelassen, was nicht nied- und nagelfest war. Jeder Koffer, auch die Personen, durften nur einzeln aus dem Flieger, also nicht wie das normal ist, beim Raus alle hinterher und so in einer Horte, immer so 5, 6 Leute und dann Stück für Stück durften die erst aus dem Flieger, weil wir mussten am Flughafen dann schon wieder den nächsten PCR-Test machen. Also die Chinesen haben dann hier, da musste man dann gleich seinen Pass abgeben, beziehungsweise vorzeigen, wer man ist. Und dann wurde man fürs Quarantänehotel vorbereitet und dann musste man seinen PCR-Test machen. Und dann ging es ohne Umwege ins Quarantänehotel. Also die haben direkt am Flughafen Bereiche, an den großen internationalen Flughäfen, haben die Bereiche abgeriegelt, wo sozusagen nur die Menschen langkommen, die aus dem Ausland kommen. Die haben ganze Teilbereiche abgeriegelt, wo die normalen Reisenden, die Chinesen, gar nicht hingekommen sind. Also die haben wirklich zwei Teile gemacht am Flughafen. Der eine war sozusagen der nationale Bereich und das andere war für die vom Ausland gekommen sind. Die Bedingungen waren noch relativ schwierig, da überhaupt hinzukommen. Wir mussten, also beziehungsweise unsere Firma musste ein paar Anträge stellen. Die Chinesen haben da sehr hohe Auflagen zu der Zeit gehabt. Also touristische Reisen waren sowieso nicht möglich. Und über die Firma ging es einigermaßen, da einzureisen. Also die Visumbeantragung hat 3 bis 4 Wochen gedauert. Nur, dass wir überhaupt ein Visum, einen Antrag stellen durften. Ja, das war dann mein, kann man das erkennen? Sieht hier ein bisschen dunkel aus. Das war sozusagen, also das Shanghai Hotel heißt das. Da war ich in meiner ersten Quarantäne. Das habe ich aus dem Bus fotografiert, weil ich noch nicht so richtig wusste, was darf man denn in China oder was darf man nicht und wie sind die hier drauf. Was ich dann später erfahren habe, also dieses Regal hier zum Beispiel, hat den Sinn, also man kann hier Essen bestellen, sich aufs Zimmer, das wusste ich zu der Zeit aber auch noch nicht, konnte man sich Essen bestellen und das haben dann hier die Lieferdienste haben das hier abgelegt und dann haben die das von drinnen aus dem Quarantänehotel hier abgeholt und haben es dir aufs Zimmer gebracht. Das war eigentlich, also ich habe es mir am Anfang schlimmer vorgestellt, als es am Ende war. Meine erste Quarantäne waren 2 Wochen. Das war mein Zimmer, also zumindest ein Teil davon. Das hier war der Wasservorrat für die 2 Wochen und dann gab es hier so eine Bedienungsanleitung, wann die Essenszeiten waren und so. Also es war, naja, ein normales Hotelzimmer, bloß dass man halt nicht raus durfte. Also es wurde hinter einem zugeschlossen und da gab es nur jeden Tag oder alle 2 Tage einen PCR-Test, halt ob man noch gesund ist oder nicht. Ansonsten hat man da keinen Menschen gesehen. Also es war sehr ruhig. 21 Tage waren dann meine zweite Quarantäne. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber es geht. Also wenn man sich genug Arbeit mitnimmt für 2 Wochen, dann kann man das auch mal aushalten. Also ich habe mir tatsächlich Arbeit mitgenommen, das ging dann schon. Ja, dann habe ich mich vor Abreise, habe ich mich ein bisschen informiert, wie das so in China sein könnte oder was einen da so erwartet. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, die deutschen Medien oder unsere Medien bauen da nicht gerade auf. Also das war jetzt hier mal so eine Seite von, also das hatte uns betroffen wegen der Firmen, Kunden, sage ich mal, wegen der Einreisenden für die Arbeit. Und da war das halt ein bisschen alles aufgeklärt, was denn, wie denn alles funktioniert. Die Bedingungen für die, sage ich mal, Einreisenden für Arbeit und Firma, die waren halt schon noch zumutbar, aber ja,
Dann gab es halt sowas hier, also was Sie über die Ausspäh-Apps in China wissen müssen, das ist mir dann einfach mal so von der Süddeutschen Zeitung aufgefallen, dass China nicht nur seine Bürger überwacht und Ausspäh-Apps aufs Handy installiert oder halt, was man denn über die Corona-Apps wissen muss. Die Corona-Apps sind gekommen, um zu bleiben, steht hier als Überschrift. Das kann ich nicht bestätigen. Also ich war zwar noch nicht dort, aber ich weiß es von Freunden von mir, die schon wieder da waren. Also die Corona-Apps sind auch dort Geschichte. Aber das waren halt so Dinge, die mir vorher aufgefallen sind, dass sie das schon, ich sag mal, der Druck relativ hoch ist, wenn man nach China kommt und sagt sich, oh, was könnte mich da erwarten? Ja, und dann kam das Thema WeChat. Ich weiß nicht, kennt jemand das Programm? WeChat, das ist sozusagen das Pendant, ich sag mal, zu WhatsApp und noch ein bisschen mehr. Also WeChat ist das sozusagen das Kommunikationsprogramm von den Chinesen. Da habe ich dann auch mal geguckt, was erwartet mich da so? Also da steht hier, also was musst du über die chinesische Killer-App wissen? Also tatsächlich habe ich ein Telefon dabei, gell, wo WeChat drauf ist. Also wenn das nachher mal jemand sehen will. Ich habe es jetzt schon 2,5 Jahre, mich hat es noch nicht umgebracht. Zum Glück, sage ich mal. Oder hier, Finger weg vom WeChat. Da habe ich dann auch so gedacht, huiuiuiui, kommt da auf uns zu? Ja, und dann stand ich halt in meinem Hotelzimmer und habe gedacht, gucke ich jetzt mal nach Überwachung oder nicht? Ich habe das tatsächlich gemacht, habe mal so rumgeguckt, also das war in meinem Zimmer, gell? Habe mal so rumgeguckt, aber ich habe nichts gefunden. Also muss ich ehrlich sagen, also Überwachung, die Chinesen waren da offensichtlich zu faul, was zu installieren. So, also keine Überwachung gefunden, aber ich sag mal, wenigstens die Aussicht hat gepasst. Also das war meine Aussicht aus dem Quarantänehotel. Das war ganz okay. Aber wenn man 21 Tage jetzt Zeit hat oder in dem Fall 14 Tage Zeit, was macht man da? Man beobachtet das Geschehen auf der Straße. Also das war dann am nächsten Morgen, da sah es ein bisschen anders aus als bei uns. Also hier oben, gell, da ist alles voll Menschen. Und dann die Kreuzung, die sagt eigentlich relativ viel über China. Also das ist so eigentlich so ein Lieblingsbild von mir. Also wir haben hier eine Ampelanlage. Also die hier dürften jetzt eigentlich fahren, aber wie man sieht, steht die ganze Straße voll Autos. Und hier auf der Kreuzung steht tatsächlich auch ein Verkehrspolizist. Und da habe ich schon gedacht, uiuiuiui, also wenn die Chinesen so fahren, also er hier zum Beispiel müsste ja eigentlich rechts abbiegen, aber so wie es aussieht, will er auch geradeaus. Also bei uns würde das keiner machen, wenn da ein Verkehrspolizist auf der Straße steht. Also schon da habe ich mir gedacht, also irgendwie läuft es in China anders als bei uns. Die sind zumindest ziemlich mutig. Ja, das war unten der Parkplatz vorm Hotel. Da habe ich auch so gedacht, okay, wie machen die das? Wäre bei uns so auch nicht möglich. Ich habe dann gedacht, naja, vielleicht können die alle gut Tetris oder so. Also das ist schon, ich fand es ziemlich speziell geparkt. Also hier direkt davor ist der Eingang vom Hotel. Also hier stand ich mit dem Bus. Das sind geparkte Autos. Also das ist hier, siehst du ja hier, also er will hier raus, er fährt gerade zurück. Hier siehst du die Lichter hinten. Also er will hier gerade raus, er fährt hier gerade zurück. Also das ist echt so, sah das auf dem Parkplatz aus. Das sah es aber jeden Tag aus. Also ich weiß auch nicht, wie die das machen, aber die haben es im Griff. Ja, und dann kam halt das Thema WeChat auf mich zu. Ich musste das ja installieren, weil ohne WeChat geht in China gar nichts. Also wenn man nicht WeChat hat oder Alipay geht im Notfall auch noch, aber ohne WeChat geht eigentlich nichts. Also nicht nur für die Kommunikation. WeChat ist auch, ich sag mal, das ist eher eine Art Betriebssystem. Also das kann man nicht wie WhatsApp sich vorstellen, dass das nur so eine Kommunikations-App ist. Also man kann mit WeChat auch bezahlen und man kann in WeChat auch jede Menge so Programme installieren, so Mini-Programme nennen die das. Und die brauchte man, diese Mini-Programme, um überhaupt den Grüncode zu bekommen, mit dem man dann am Ende wieder raus durfte. Und das war so die Herausforderung. Dann hatte ich mir WeChat runtergeladen aus einem alternativen App-Store und das geht tatsächlich nicht. Also WeChat geht nur zu installieren, wenn man das Original entweder hier aus dem Play-Store oder sowas nimmt oder das Original direkt von Tencent. Ansonsten ist WeChat nicht zu installieren, also zumindest nicht so, dass es in China funktioniert.
Und dann habe ich festgestellt, oder wir haben festgestellt, dass man ohne Festlandchinesen WeChat auch nicht zum Laufen bekommt. Also du brauchst mindestens 2 Kunden oder 2 Kontakte in deiner Kontaktliste aus Festland China und die müssen dich bestätigen. Also ohne denen läuft dieses Programm gar nicht. Sonst kannst du WeChat zwar installieren, aber du kannst das nicht nutzen. Zumindest nicht so, dass du es in China nutzen kannst. Und deswegen brauchst du 2 Chinesen, die bestätigen, dass du sozusagen deren Kontakt bist und dann geht das. Wie eben schon gesagt, also auch für die Grüncodes brauchte man das. Also das hier sind meine gewesen mal. Ich habe die mal so als Screenshot fotografiert. Das war der von Chongqing, dazu kommen wir dann gleich. Den brauchte man sozusagen in Chongqing, um überall reinzukommen oder hinzukommen. Das war der aus Chengdu, aus meiner 2. Quarantäne, und das war der aus Qingdao von meiner 3. Quarantäne. Weil ich war 3-mal in China, also jeweils ungefähr so 3 Monate und ein bisschen. Und immer musste man halt in Quarantäne, und das waren 21 Tage, das 21 und das waren 14 Tage plus eine Woche Soft-Quarantäne, aber das sage ich auch gleich nochmal. Ja, dann war ich halt 2 Wochen in einem Raum, habe da mit mir und, sage ich mal, der Umwelt draußen zu tun gehabt, und dann stand ich auf der Straße, weil die haben uns dann einfach wirklich gesagt, so, jetzt ist es vorbei, ihr könnt jetzt gehen. Ich habe ungefähr da gewohnt, also ungefähr hier auf der Höhe. Das war mein Zimmer, da ganz außen. Ja, und da habe ich so gedacht, ich hatte das mal vorher gehört, dass da immer so ein Begleiter da ist, so ein Chinese, der so ein bisschen auf einen aufpasst. Auf den habe ich gewartet, aber der ist nicht gekommen. Und da habe ich mich dann alleine auf den Weg gemacht. Also habe mir ein Taxi genommen und bin dann zu meiner 2. Unterkunft. Das war also so ein Apartment, das wir und meine Kollegen, also wenn ich von wir spreche, ich war mit 6 Kollegen dort, 3 aus Thailand und 4 aus Deutschland waren wir, die kommen aber nachher nochmal, da seht ihr mal, wie die heißen und wie die aussehen, aber falls ich von wir spreche, also ich war nicht alleine da, ich hatte da Kollegen mit, und das war unser Apartment, also das Quarantänehotel, wo ich war, muss ungefähr hier sein, das hier oder das hier, irgendwo da war unser Quarantänehotel. Und da musste ich dann noch eine Woche Soft-Quarantäne machen. Da hatte ich aber schon WeChat auf dem Telefon und habe mir gedacht, solange mir hier keiner auf den Sack geht, gehe ich trotzdem raus. Und das habe ich auch gemacht, bin dann die ganze Woche sozusagen als bezahlter Urlauber draußen gewesen. Mir ist zum Glück nichts passiert, mich hat keiner weggefangen oder so, obwohl es am Anfang durchaus ein bisschen skeptisch war. Ja, und dann nach der Woche Soft-Quarantäne ging es dann zu meinem eigentlichen Ziel Chongqing. Chongqing, kennt das jemand? Das habe ich mir gedacht. Also Chongqing, gell, ist die größte Stadt der Welt, die keiner kennt. Also das ist so das Zentrum von China und auch das soll sozusagen das Silicon Valley, also das digitale Zentrum von China werden. Also, oder ist es eigentlich schon. Chongqing, ich habe, glaube ich, noch die Seite von Wikipedia, die nicht ganz aktuell ist, würde ich sagen. Ja, also hier war meine Quarantäne, da ging es hin. Der Bereich hier, der rote Fleck, der ist so groß wie Österreich, also nur mal zur Orientierung. Die Flugzeiten sind halt hier Chongqing, Beijing 2,5 Stunden und das hier Shanghai, Chongqing auch. Das ist ungefähr so die Entfernung München, Istanbul, damit man mal eine Möglichkeit oder eine Orientierung bekommt. Also das ist schon relativ groß alles, China. Ja, das ist die Seite hier von Wikipedia über Chongqing. Also ich würde sagen, da sind viele Sachen zu überarbeiten. Also zumindest aus meiner Vorstellung. Also die Einwohnerzahlen und so, das stimmt alles nicht mehr. Also das ist hier schon sehr veraltet, nenne ich es mal. Na? Oh. Ja, also so sieht es dann in Chongqing aus. Also gigantische City. Das hier vorne, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, hier der Fluss, das ist der Yangtze, also einer der größten Flüsse der Erde, der fließt durch Chongqing und verbindet sich mit dem Jiling, der fließt hier dazwischen, das sieht man hier nicht ganz, und die bilden hier so an der Ecke so einen Zusammenfluss. Also das hier ist Chongqing, also man kann auch sehen hier so ein bisschen bis zum Horizont, gell, also da ist ein Hochhaus am anderen, also die Stadt ist gigantisch. Also das, was wir gehört haben, aktuell waren so Zahlen, so 38 Millionen Einwohner im Ballungsraum.
Also das sind Zahlen, die können wir uns nicht vorstellen. Auch die Größe der Stadt, also das sind Dimensionen, die sind für uns überhaupt nicht fassbar. Also wo ich dort war, habe ich gedacht, also das ist irre. Ja, und damit kamen halt meine Fragen auf. Also wie machen die Chinesen das mit Corona? Wie ist das mit WeChat und Alipay? Dann das digitale Bezahlen? Dann wie sehen die Menschen das mit der Überwachung in China? Und dann das Thema Social Credit. Weil das war so das Interessanteste, weil da hat sich eigentlich ständig irgendwie das Thema drum gedreht. Und ja, da kommen wir ganz kurz zum Thema Corona, auch wenn es vielleicht keiner mehr hören mag. Also bei uns war da seit Monaten Lockdown, gell? Das sah bei uns dann so aus. Also bis Mai 21 befand sich Deutschland im zweiten Lockdown. Ich weiß, da erinnert sich bestimmt jeder nicht so gern dran. Bei uns war das so. Und das war am 2. Mai 21 in China, also in Chongqing. Wir waren da selber überrascht, was da so los ist, aber das ist halt ein Feiertag bei denen. Da kann ich gleich dazu sagen, für die, die es nicht wissen, wir hören ja immer, dass die Chinesen keinen Urlaub haben und nichts. Auch das kann ich nicht bestätigen. Die haben Feiertagswochen. Also bei den Chinesen ist das anders gelöst als bei uns. Also wenn da ein Feiertag ist, zum Beispiel der 1. Mai, dann fällt der 1. Mai auf ein Wochenende, dann ist der 1. Mai sozusagen am Montag. Also der Feiertag wird immer auf den Montag verlegt. Und dann haben die zum Beispiel im Mai, also vom Freitag bis zur Woche drauf Donnerstag frei. Und das Gleiche haben die dreimal im Jahr. Also die haben drei Feiertagswochen, also das ist der 1. Mai, das ist das Neujahrsfest und dann zum Jahrestag, das im Herbst, im Oktober, wenn die ihren Nationalfeiertag haben. Da haben die jeweils eine Woche Urlaub und da sind auch die ganzen Chinesen unterwegs. Und dadurch haben die alleine schon mal drei Wochen Urlaub, nur durch ihre Feiertage. Und dann haben die aber zusätzlich noch andere Feiertage. Also wir wissen, die haben locker 30 Tage frei, wie wir auch. Also ohne Probleme, wenn die das möchten. Ja, und das hier ist halt durch das hier möglich gewesen. Also das hier ist sozusagen der Travel-Code. Den hat man immer gebraucht, wenn man irgendwie reisen wollte. Also ohne dem ging gar nichts. Und dann stand hier unten immer, wo man die letzten 14 Tage war. Also ich kann es jetzt hier in dem Fall auch nicht lesen. Aber das war so der wichtigste Code. Mit dem musste man halt am Bahnhof oder am Flughafen oder so, musste man den immer vorzeigen. Und mit dem durfte man reisen. Und das war sozusagen meine Applikation für die Arbeit oder unsere Applikation für die Arbeit. Da mussten wir diesen Code eintragen und dann durften wir entweder arbeiten oder nicht. Mir ist es tatsächlich mal passiert, dass ich einen Tag nicht arbeiten durfte, weil ich 14 Tage vorher in Beijing war. Und da hat mein Travel-Code gesagt, dass ich 14 Tage vorher in Beijing war. Und da hatte sich jetzt ein Case aufgetan. Also da gab es irgendwie Corona-Fälle und dann durfte ich nicht auf Arbeit. Ist zum Glück nur einmal vorgekommen. Also da stand dann hier, dass ich nicht arbeiten gehen darf. Und da wurde ich dann am Tor nicht reingelassen. Aber das war zum Glück, wie gesagt, nur ein Tag. Ja, dann das Thema WeChat und Alipay. Also so sieht das dann in China aus. Also das sind halt so die QR-Codes. Die muss man scannen und dann kann man problemlos bezahlen. Da haben wir auch so gedacht, okay, müssen wir jetzt WeChat nutzen und müssen damit bezahlen? Nee, das geht gar nicht. Weil man braucht für WeChat oder für Alipay ein chinesisches Konto. Und ein chinesisches Konto bekommt man nicht einfach so. Das ist ein größerer Prozess und auch da braucht man wieder den Chinesen, damit einem damit zur Bank geht, weil alleine kriegt man das gar nicht. Und deswegen war digitales Bezahlen für uns von vornherein quasi ausgeschlossen oder zumindest fast ausgeschlossen. Also ich habe jetzt tatsächlich auf meinem WeChat die Möglichkeit zu bezahlen, aber nur, weil mir das eine chinesische Freundin eingerichtet hat und die hat mir ein Konto von ihr zur Verfügung gestellt. Also auch das ist in China möglich. Die hatte einfach eine Kreditkarte, also die haben immer alle 6, 7, 8 Kontos und die hat mir eins davon einfach zur Verfügung gestellt, was sie gerade nicht nutzt. Und das haben wir mit meinem WeChat verknüpft und deswegen kann ich jetzt mit WeChat bezahlen. Sonst wäre das gar nicht möglich. Also ohne China, ohne Chinesen geht da gar nichts. Ja, also wie gesagt, digital bezahlen oder doch nicht, weil in China wird überall Bargeld akzeptiert.
selbst an jeder Bahnstation, an jedem Kiosk, überall, wo man denkt, im Taxi, also Bargeld ist immer noch gern gesehen in China. Also auch die Chinesen wissen, Bares ist Wahres. Also die sind nicht ganz so auf dieses Digitale, wie man es denkt. Da haben wir uns auch überraschen lassen. Also das beim Essen überall geht Bargeld, also ohne Probleme. Also falls mal jemand nach China kommt, also es ist jetzt nicht unbedingt nötig, dass man WeChat Pay oder so Alipay braucht. Und Alipay hat sowieso einen Nachteil. Die Benutzeroberfläche ist zwar auf Englisch, aber der Rest ist Beta-Version. Also das ist alles auf Chinesisch. Also wenn man da mal ein Problem hat, ist es bei Alipay ziemlich schwierig. Also da ist WeChat noch ein bisschen kooperativer, also da ist noch einiges auf Englisch, aber wenn man da auch tiefer geht, ist alles nur noch auf Chinesisch. Also auch da braucht man immer einen Chinesen, der einem da hilft. Also ohne dem geht da gar nichts. Ja, dann zum Thema Überwachung. So, also Kameras, gell, also das sind da allgegenwärtig, also wirklich an jeder Ecke. Also das war für mich auch oder für uns am Anfang ziemlich schwierig, weil man es von unserer Seite gar nicht gewohnt ist, dass an jeder Ecke wirklich eine Kamera hängt. Also das hier ist so eine Verkehrsüberwachung. Also wie man sieht hier, da ist alles schön voll Kameras. Oder das hier ist eine Fußgängerzone in Chongqing. Also das ist da wirklich überall. Hier habe ich mal was Schönes in der Nacht fotografiert. Ja, und dann habe ich mir so gedacht, okay, Kameras überall, aber irgendwie interessiert sich da gar keiner dafür. Also gell, hier haben wir zum Beispiel, also das ist so ein Schild unten am Yangtze, also man darf hier nicht grillen, nicht zelten, nicht fischen und nicht schwimmen, gell? Wie man sieht, geht es trotzdem. Da oben ist auch noch einer, also schwimmen geht, angeln geht normalerweise auch nicht. Oder sowas hier, also gell, Motorrad und Fahrrad auf dem Gehweg, nee, sollte man nicht machen, aber machen die Chinesen trotzdem. Oder sowas hier, auch gern gesehen, da habe ich viele Fotos, also so, weil das sieht nämlich normalerweise so aus. Also eigentlich soll man da nicht lang gehen. Oder hier nicht fischen und hier soll man nicht passieren. Und dann habe ich lustigerweise wenige Sekunden später da einen Chinesen erwischt, der da gerade lang geht. Und unten am Ufer, also das mit dem, dass man da nicht angeln darf, scheint auch nur so uninteressant zu sein. Ja, oder sowas hier. Ja, also da ist alles möglich, wenn man nur will. Was ich auch oft gesehen habe, sind solche Dinge. Also hier zum Beispiel hängt auch eine Kamera. Gell? Ich weiß nicht, ob man das gleich erkennt. Also normalerweise war der Bereich hier abgesperrt. Also da war so ein Gitter davor und das hat hier einer einfach aufgesägt und hat sich da eine Tür reingemacht. Oder sowas hier im Bauzaun. Also das ist ganz normal in China. Also das war eine Baustelle. Da haben sie unten am Yangtze so ein Lauf- und Radweg gebaut. Da sind die Leute auch problemlos während des Tages auf der Baustelle rumgelaufen. Also auch da interessiert sich ein Chinese gar nicht dafür. Also jetzt hier so ein Bauzaun, der ist nur so halb interessant. Aber am interessantesten, was ich fand, um was alles möglich ist, das war auf einem Flohmarkt. Also Flohmarkt kennt man ja auch von uns, gell? Also da stehen halt viele Leute und verkaufen ihr Zeug. Unter anderem auch Geld verkaufen die da. Also das ist tatsächlich Bargeld aus China. Also ich habe da auch ein Original mit, den ich mal bekommen habe. Also das kann man hier bündelweise auf dem Flohmarkt kann man das kaufen. Neben Gold und Edelstein oder Jade. Oder hier zum Beispiel Münzen, Silbermünzen, Goldbarren, Schmuck, Füller, Geld. Also ich weiß nicht, war bei uns mal jemand auf dem Flohmarkt? Also ich hab noch keinen gesehen, der zum Beispiel Goldbarren anbietet auf dem Flohmarkt. Also kann man schwer davon ausgehen, dass das alles nichts Echtes ist. Und tatsächlich habe ich mir auch eine Münze gekauft. Also ich wusste natürlich, dass die nicht echt ist. Aber man kann da tatsächlich Silbermünzen kaufen. Ich weiß nicht, ob das wer so nachher mal sehen will. Also das ist eine 10-Yuan-Münze, also eigentlich eine Gedenkmünze.
Silberpanda, die habe ich mir da auf dem Flohmarkt gekauft. Die hat ja eine Wertprägung, also in dem Fall mit 10 Yuan. Die gibt's bei uns auch mit 10 Euro zum Beispiel. Also bei uns ist das ein offizielles Zahlungsmittel. Und wenn man bei uns offizielle Zahlungsmittel fälscht und in den Verkehr bringt, dann ist das eine Straftat. Bei denen kann man das problemlos auf dem Flohmarkt kaufen. Also das hat mich tatsächlich sehr schockiert. Also da habe ich gedacht, also bei uns wäre das in dem Fall so nicht möglich. Also dass man gefälschte Waren problemlos in Umlauf bringen kann, weil das hier sind auch keine echten Silberbarren oder das hier ist kein echter Goldbarren. Und das ist mit Sicherheit auch kein echter Schmuck, weil wenn ich das hier zusammenrechne, da liegen hier mindestens 20.000, 30.000 Euro. Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, dass das jemand auf dem Fußboden, weil das liegt ja auf dem Fußboden, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ob man das da so präsentieren würde. Ja, wie gesagt, ich habe auch eine Münze, eine echte Falschmünze, mir dort gekauft. Ich habe auch eine Goldmünze gekauft. Da habe ich auch ein Zertifikat dazu. Das habe ich leider nicht gefunden jetzt hier. Da habe ich ein Zertifikat dazu. Also das ist auch die Fälschung mit dem Zertifikat. Also da steht zwar auf dem Zertifikat, dass das die echte wäre, aber die hier ist aus Plastik. Also das kann man alles problemlos auf dem Flohmarkt kaufen. Und da habe ich mir gedacht, das ist schon sehr speziell. Also wenn die bei sich problemlos hier in so einem Umfeld gefälschte Waren in den Verkehr bringen können. Also bei uns würden die Leute, ich sag mal, von der Polizei verhaftet werden. Ja. Und dann kam halt das Thema Social Credit als nächstes so für mich. Wie gehen wir damit um? Also das ist die Wikipedia-Seite, die kann man in China nicht aufrufen. Aber bei uns habe ich es dann nochmal angeguckt. Also hier geht es halt darum, im Kern, dass die Bürger überwacht werden sollen und dass es ein Punktesystem gibt, mit dem die sozusagen entweder positiv oder negativ bewertet werden. Und der Plan war, das bis 2020 umzusetzen. Und 2020, da war ich ja nun schon dort, also wir waren ja 21 dort, da habe ich mir gedacht, na dann ist das ja ein Thema, da müsste man mal die Leute fragen, wie die das hier sehen. Und auch hier, also in Peking sollte das jetzt eigentlich schon verpflichtend im Betrieb sein. Zumindest laut unserer Information, nenne ich es mal. So, und da haben wir, also meine Kollegen und ich, die habe ich dann mal losgeschickt. So, das sind wir hier, also das ist unser Team. Also der hier mit der Reisschüssel auf dem Kopf, das bin ich, gell? Und das sind halt unsere Thais hier und die anderen sind halt mit aus Erfurt gewesen. So, und haben halt Menschen befragt und die haben dann immer so geguckt hier. Oder sie hier. Also es ist jetzt nur exemplarisch, also nicht jeder davon wurde befragt, aber die Mädels hier zum Beispiel, die kenne ich persönlich, aber die wussten da noch nicht so richtig, um was es da geht. Und da habe ich gesagt, wie kann das sein? Also bei uns wird es ja, also zumindest habe ich davon schon viel gehört, also dass da Menschen bewertet werden und dass die nicht auf die Straße spucken dürfen und so. Also ja, muss man sagen, die Chinesen sind echte Schweine. Also beim Essen muss man nicht dabei sein. Also wenn man die Chinesen meiden kann, sage ich das auch. Also das bei denen geht es wirklich zu, ein bisschen wie im Schweinestall, aber sonst können die sich auch alles erlauben. Ja, da habe ich halt so gedacht, wieso will davon keiner was wissen? Und da habe ich so gedacht, naja, mache ich mich selber mal auf die Suche, aber wonach eigentlich? Und das wusste ich nicht so richtig, wonach suche ich? Und da habe ich so gedacht, naja, dann probiere ich es mal auf Deutsch, weil Chinesisch ging nicht. Und da habe ich dann mich tatsächlich dort im Internet, also ohne VPN, einfach in dem chinesischen Internet mal auf die Suche gemacht, auf Deutsch, und habe halt mal so gesucht, nach was man suchen könnte. Und dann bin ich tatsächlich fündig geworden bei Digital Courage. Und da muss ich dazu sagen, weil man bei uns ja auch immer hört, dass die Chinesen da diese Firewall haben und dass man unsere Art Internet nicht aufrufen kann, das ist mir nicht aufgefallen. Also die Seite habe ich tatsächlich im chinesischen Netz aufgefunden, problemlos. Und hier steht nämlich auch, wie das System da auf Chinesisch heißt. Und da habe ich so gedacht, sehr schön, das hilft mir.
Und auch sowas hier, gell? Da komme ich gleich nochmal dazu. Ja, also hier das Social Scoring, gell, 2020 steht auch hier verpflichtend eingeführt. Die Bürger werden zum Punktesammeln gezwungen und wer gegen Normen verstößt, wird bestraft. Also wie ihr jetzt eben an den ganzen Fotos schon gesehen habt, also die Chinesen scheint es ja nicht zu interessieren. Offensichtlich interessieren wir uns mehr dafür. Ja, also dann hatte ich es, dann musste ich es nur noch übersetzen. So, also hier sieht man es auch, ich habe mal die Suchmaske als Screenshot gemacht. Also hier habe ich tatsächlich die deutschen Begriffe, gell? Und dann habe ich es hier auf Chinesisch. Also und dann habe ich halt hier verschiedene Seiten aufgefunden mit diesem chinesischen Begriff. Also das hier, wie man sehen kann, hier Credit China, GovCN. Ja, und da habe ich dann hier auch keine Rede von Überwachung der Bevölkerung, keine Vergabe von Punkten, nur die Informationen über die Vergabe von sozialen Krediten und deren Anforderungen. Also so sah das dann aus auf Chinesisch. Da habe ich dann immer so Textbausteine genommen und habe die dann in tagelanger Kleinarbeit von Chinesisch in Deutsch übersetzt, hier mit Reverso. Und da kommen dann halt solche Texte raus. Also das ist halt der von der Seite eben. Also hier, das ist der sozusagen der markierte Teil. Und da steht halt tatsächlich da hier Verbesserungen der Überwachung, Kreditklassifizierung und dann hier unsere Provinz beschleunigt den Aufbau des Sozialkreditsystems. Dann habe ich gesagt, dann habe ich weiter übersetzt. Und dann Kreditehrlichkeit, Investitionsförderung, Rückstände von Konten. Oder hier, das finde ich eigentlich gut, dass die Rückstände von kleinen und mittleren Unternehmen beheben wollen und die Wanderarbeiter unterstützen. Das ist jetzt mal eine andere Seite. Also ich habe da mehrere genommen. Und dann hier Stärkung der Kreditinfrastruktur, Austausch von Kreditinformationen, Anwendung von Kreditanträgen, Kreditzusagen, digitale Basis der Landkreiskredite. Und da habe ich so gedacht, das kann doch nicht sein. Aber das ging so weiter. Also ich habe, wie man hier unten sieht, also verschiedenste Seiten aufgerufen und es war immer das gleiche Thema. Also es ging nur um Kredite in jeder Art. Also und genau das Gleiche haben wir nämlich auch von den, sag ich mal, Leuten gehört, mit denen wir gesprochen haben. Die haben gesagt, da geht es um soziale Kreditsysteme. Also und nicht über das, was wir hier in unserer Welt immer denken, um ein Punktesystem. Wir haben zwar auf Nachfrage in Shanghai jemanden gehabt, der gesagt hat, das wurde da mal überlegt, aber mehr ist daraus offensichtlich nicht geworden, weil die Chinesen wissen wahrscheinlich auch, dass wenn sie die Leute total überwachen oder zumindest offensichtlich total überwachen, dass das eher zu einem Aufstand kommen könnte. Besonders, weil die Chinesen gern machen, was sie wollen. Ja, das ist uns aufgefallen. Also die, ja, dann habe ich hier also in nächtelanger Kleinarbeit mich da durchgewurschtelt und habe halt festgestellt, okay, also das Thema, da geht es wirklich nur um ein Finanzsystem und deren Aufbau. Was wir noch gehört haben, es geht eigentlich im Kern auch darum, Regierungsehrlichkeit zu stärken. Also, dass die sozusagen von der Korruption wegkommen. Das war so das Kernziel dieses Systems. Ja. Also es geht halt auch auf anderen Seiten immer nur um Kredite. Und was auf jeder dieser Seiten stand, ist, dass das öffentlich zugänglich ist. Und ich habe tatsächlich auf einer meiner Flüge jemanden getroffen, eine Frau, die für eine Firma in China war und die hat auch gesagt, das ist genau das Thema für Firmen, die in China Geld haben wollen, nämlich Kredite haben wollen, die werden sehr durchleuchtet. Aber die Bevölkerung betrifft das nicht. Also da müsste man bei uns wahrscheinlich einfach mal nachhaken und fragen, ob man das nicht mal klarstellt. Ja, und dann war das für mich abgehakt und habe ich so gesagt, okay, dann schauen wir doch mal genauer hin. Und so ist es nämlich dann auch in China. Also die Kamera hier zum Beispiel, gell, die schaut halt zum Himmel oder die ist halt auch kaputt. Und das haben wir nämlich auch festgestellt bei unserer Arbeit. Die Chinesen interessiert es nicht, wenn irgendwas kaputt ist. Die schrauben halt einfach die nächste Kamera daneben, ob da drei gehen und vier nicht, das ist denen egal.
Und das ist hier das Gleiche, gell? Das Bild haben wir vorhin gesehen im Dunkeln. Und das ist hier unten der Bereich hier, gell? Also die Kamera, würde ich mal sagen, die geht nicht. Und das ist so die Lieblingsbeschäftigung der Chinesen. Also irgendwo liegen und schlafen. Also wirklich, in jeder Position können die, auch im Flieger. Die setzen sich in den Flieger und pennen. Das ist, wenn du da national fliegst, da bist du der Einzige, der munter ist. Also die können in jeder Position, in jedem Moment können die sich hinlegen und schlafen. Also so sah das dann mittags immer bei uns aus. Ja, und das ist auch so eine Matrix von mehreren Überwachungskameras. Also hier fehlen halt welche, gell? Also die sind wahrscheinlich einfach kaputt. Das gibt's auch immer mal, also was man auch gern sieht, das ist ein Geldautomat, an dem ich Geld holen wollte, gell? Also da war noch Windows XP geladen. Würde man bei uns wahrscheinlich so auch nicht machen. Oder hier bei der Polizei. Ja, ist lustig, sieht ein bisschen aus wie bei Lego, aber was interessant ist, ist halt auch hier sowas, gell, bei der Polizei. Da platte Reifen und so, also das ist wirklich, also die interessieren sich nur für ihr Handy, sonst nichts. Also die Chinesen, also auch wenn da, wie gesagt, 1000 Kameras hängen, ich wette, dass vielleicht ein Drittel davon überhaupt jemand anguckt und der guckt eigentlich eher auf sein Handy als auf die Kameras. Aber wie ich vorhin gesagt habe, sowas gibt's auch. Wie bei Digital Courage steht Shaming Monitor. Also da wird hier, wenn jemand über den Fußgängerüberweg geht, wird dann ein Foto gemacht und dann wird er dann hier präsentiert, so als Sünder. Also ich habe vorhin gesagt, wie groß Chongqing ist. Also ich war in der ganzen Zeit, also wirklich jeden Tag, kann man sagen, unterwegs in Chongqing. Ich habe in Chongqing 2 Stück davon gefunden. Also das ist ein Foto und einer steht in der Fußgängerzone. Also das ist jetzt nicht so, dass das in Massen auftritt. Also ich habe auch gedacht, die sieht man an jeder Ecke, aber das gibt's nur sehr selten, dass da wirklich die Leute unter Druck gesetzt werden, so hier, ihr dürft das nicht. Und dann das nächste ist, wie ist die Situation auf dem Land, weil wir waren natürlich auch mal ein bisschen auf dem Land unterwegs, also im Land sieht es da noch so aus, also das ist dann gleich eine Zeitreise 200 Jahre zurück und genauso benimmt sich das dann auch. Also in Sachen digital ist da stellenweise wirklich nicht viel. Also wie man hier sieht, gell, also ländliche Gegend. Und wenn man dann jemanden fragt, der findet das dann lustig. Ja, und zu dem Thema habe ich dann auch noch, ich sag mal, ein paar Freunde oder Bekannte befragt oder habe ein paar Geschichten von denen. Das sind jetzt mal 4 einfach mal Chinesen, mit denen ich so zu tun hatte. Also das ist einer aus Shanghai, einer unserer Mitarbeiter. Das ist eine Person, die kenne ich nicht persönlich, aber mit der hatte ich viel Kontakt über WeChat. Die habe ich auch mal kennengelernt. Und Giraffe, das ist unser Fahrer gewesen. Also wir hatten in China einen Fahrer, weil in China selber fahren ist nicht. Und deswegen hatten wir einen, sozusagen unseren eigenen Fahrer. Und den haben wir, weil der so einen schönen langen Hals hat, haben wir den Giraffe genannt. Also die Richtigkeit der Namen ist natürlich hier auch nur so mittelinteressant, weil die vergeben sich ja eh alle selber Namen. Also die Chinesen vergeben sich einen Namen, den wir aussprechen können, weil deren Namen können wir nicht, den kriegen wir nicht zusammen und sprechen den definitiv nicht richtig aus. So, und das war Fan, der war, wie gesagt, einer unserer Mitarbeiter in Shanghai. Und der hat für mich ein Telefon bestellt, weil ich hatte gehört, dass man in China nur das chinesische, sag ich mal, Betriebssystem kriegt und unsere Google-Systeme nicht funktionieren. Das ist jetzt hier die Seite von Taobao, also wo man die Sachen bestellen kann und wie man hier sieht, also ich habe damals einfach mal wahllos eins rausgenommen. Ich hatte mir nämlich einen King Kong bestellt in Hongkong und da war tatsächlich dieser ganze Google-Kram drauf. Weil bei uns immer gesagt wird, dass man diese Telefone dort nicht bekommt. Doch, die kriegt man da, man kann die da problemlos bestellen. Also ich habe es aus Hongkong bestellt oder er hat mir das aus Hongkong bestellt. Das war nach 2 Tagen da und hat auch funktioniert. Und auch dazu, das ist jetzt mal eBay, weil viele immer sagen hier, die Chinesen mit ihrer Firewall, wenn es diese Firewall gäbe, da frage ich mich, wie es sowas bei uns gibt, dass die Chinesen dann problemlos überall also auf unseren Seiten, auf Amazon oder auf eBay oder so, da gibt es ja jetzt mehrere Beispiele,
wie die da direkt verkaufen können, wenn es diese Firewall gäbe, weil ich habe nämlich keine Erfahrung damit gemacht. Also ich konnte problemlos alle Seiten, also selbst China kritischstes, auch in China aufrufen. Ja, Sie hier, das war Ihr Name auf WeChat, ich weiß nicht, wie sie heißt, die hatte mich über WeChat einfach angeschrieben. Das ist in WeChat eine Funktion, die gibt's. Da kann man Leute, die in der Nähe sind, einfach anschreiben. Und sie ist Zuhälterin. Also sie verkauft Frauen, also im wahrsten Sinne des Wortes, also das kannst du hier alles über WeChat kaufen. Und wir haben uns ein paar Wochen hin und her geschrieben und ich habe sie einfach mal gefragt, wie ist denn das mit dem Bezahlen? Ob man die Mädels bar bezahlen muss. Und da hat die gesagt, nee, kann man problemlos auch über WeChat, über Alipay bezahlen. Und da habe ich gesagt, hä? Ich dachte, Prostitution und China und so, das ist alles schwierig. Und da hat die gesagt, nö, das ist überhaupt kein Problem. Also man kann auch da über WeChat problemlos Frauen kaufen, wenn man das möchte. Die interessanteste Geschichte hatte ich mit ihr. Sie habe ich in der Disco kennengelernt. Und wir haben, das geht über WeChat ziemlich schnell, haben einfach mal unseren Kontakt ausgetauscht und haben uns dann geschrieben und haben uns dann später mal getroffen. Und da habe ich sie gefragt, wie alt sie ist, weil sie ist relativ jung. Und da hat sie mir gesagt, ja, sie ist 17. Und da habe ich gesagt, na, wo sie denn arbeitet oder was sie macht. Und da hat sie gesagt, die arbeitet im KTV. Weiß jemand, was KTVs in China sind? Nee. Also KTVs, das ist eine Karaoke-Bar. Aber eine Karaoke-Bar in dem Sinne, dass man da einen Raum kauft und in dem Raum ist alles erlaubt, was man sozusagen in dem Raum machen möchte. Also man kann da Mädels sozusagen sich dazu holen in den Raum, in die Karaoke-Bar, kann mit denen singen, kann aber auch andere Dinge tun. Und da hat sie mir gesagt, sie ist 17, hat aber eine gefälschte ID, mit der sie sozusagen da arbeiten darf. Und da habe ich gesagt, hä? In China eine gefälschte ID? Ja, also sie hat einen gefälschten sozusagen Personalausweis, auf dem sie 18 war in dem Fall. Und da habe ich auch so gedacht, was in China nicht alles möglich ist. Und genau das Gleiche bei ihm. Er zum Beispiel, unser Fahrer, der ist so einer, der konnte wirklich alles möglich machen. Also alles, was man brauchte oder wollte, der konnte das besorgen. So eine Menschen gibt's ja überall. Und er hat auch zwei Telefone gehabt, also eins sozusagen für unsere Art Internet, also mit VPN und allem. Und der war so der Besorger für uns. Ja, jetzt müssen wir mal. Ja, und das waren so meine Erlebnisse so in den Monaten dort. Und da habe ich mir auch so gedacht, naja, wenn aus ländlicher Gegend, die es ja vorher mal war, also China hat sich ja binnen kürzester Zeit entwickelt. Also das hier ist die gleiche Stelle hier. Das ist keine 50 Jahre alt, dieses Foto. Und das hier, also das ist jetzt dieselbe Stelle ungefähr. Also das ist China vor, oder Chongqing, vor nicht mal 100 Jahren. Da war das wirklich also bäuerlichst und die gleiche Stelle sieht jetzt so aus. Also Hightech City. Und da habe ich mir auch so gedacht, naja, also wenn die in unseren Maßstäben denken, dann funktioniert das nicht. Weil wenn du solche, sag ich mal, Bauern binnen kürzester Zeit zu einer Großstadtbevölkerung machst, dann kann das nicht funktionieren ohne diverse Regeln. Und die haben sie tatsächlich. Also nur um nochmal hier das Foto zu sehen, gell? Also wenn man unseren Maßstab ansetzt, also die drei Städte zusammen haben mehr Bevölkerung als unser Land. Und das machen da sozusagen, die Arbeit machen da drei Bürgermeister. Also die haben über 90 Millionen Einwohner, die drei Städte zusammen. Da können wir nicht mit unseren Maßstäben messen. Also wir sind ja immer gewollt, unsere Maßstäbe anzusetzen und zu sagen, ja hier in China, da ist alles ganz schön komisch und die müssen sich eigentlich so verhalten wie wir. Nee, das finde ich nicht. Also ich denke, dass man die ruhig in Ruhe lassen kann und dass man die auch ihr Ding machen lassen kann. Und was mich halt wirklich irritiert hat, ist wirklich, dass auf unserer Seite der Welt so über China geredet wird und wir das nicht bestätigen können.
Ja, und deswegen meine ich, dass die Chinesen gut in China leben können, weil das ist auch ein Foto aus China, gell? Also im Schlafanzug kann man da auf die Straße gehen. Ja, das war es jetzt erstmal von mir. Jetzt hätte ich noch vorgeschlagen, wenn jemand Fragen hat oder was sehen will oder Zeit hat, noch hier ein bisschen ins Detail zu gehen, dann könnt ihr gern Fragen stellen, weil ich kann mir vorstellen, das eine oder andere ist jetzt nicht beantwortet worden. Ja, dann bitte. Ich glaube, die Kollegin hat ein Mikro. Möchten das Mikrofon gerne in die Hand nehmen. Ich bin ja später dazugekommen. Magst du noch mal wiederholen, in welcher Stadt ihr gewesen seid, wo ihr gearbeitet habt? Wir waren in Chongqing, also hier. Wir waren in Chongqing, also das ist eine der größten Städte der Welt. Also der Bereich hier, also auch wenn es jetzt für manche die Wiederholung ist, also der Bereich ist so groß wie Österreich, das groß, also das rote Stück hier. Und die Stadt, also das Stadtzentrum ist hier. Da leben 38 Millionen Menschen ungefähr in dem Ballungsraum. Da wird wohl einer durchreichen müssen. Nee, ich höre dich gut. Danke. Also. Hallo, vielen Dank. Ich habe eine Frage zur Internetnutzung. Ja. Du meintest, du hättest irgendwie, also einigermaßen freies Internet gehabt anscheinend. Konntest du deinen Internetvertrag aus Deutschland weiter nutzen über Roaming oder hattest du einen chinesischen Internetvertrag oder wie Na, lief das? du brauchst eine SIM-Karte. Also für WeChat brauchst du einfach eine SIM-Karte aus China. Und da habe ich dann sozusagen immer das sozusagen als Hotspot genutzt und habe dann auch mit meinem Laptop dann einfach das chinesische Netz genutzt oder halt im Hotel, wenn du WLAN hattest. Und da konnte man wirklich also alles aufrufen, auch in Deutschland. Also ich war da selber überrascht, weil ich hatte mir auch einen VPN auf den Laptop installiert, der hat aber nicht funktioniert. Und da habe ich dann gedacht, okay, dann muss es ohne gehen, weil in der Quarantäne, du hast halt keine Möglichkeiten, du kannst nichts machen, außer das nutzen, was da ist. Und das war halt dann so. Und das hat funktioniert. Aber der Vertrag lief dann irgendwie, also schon auf dich, auf Ja, deinen ja, ja. deutschen Namen und so Du gehst dann weiter. in Also. China mit deinem Reisepass zu einer Telefongesellschaft und kaufst dir dann eine SIM-Karte. Also das ist genau wie bei uns. Ja. Okay, danke. Ich wollte nur wissen, ob es da irgendwie vielleicht Unterschiede geben könnte zwischen Menschen, die nicht aus China kommen und Menschen, die vielleicht einen Nö. chinesischen Also in Pass dem haben. Fall, also SIM-Karte bekommst du überall. Also ich hatte ja vorhin, ich weiß nicht, bei den Grüncodes, da stand meine Telefonnummer auch oben, bei dem einen stand immer da. Du brauchst in China halt dann immer diese Telefonnummer, also die verknüpfst du dann sozusagen mit allem. Also die Telefonnummer bleibt dann sozusagen immer bei dir. Also das ist nicht wie bei uns, wo du Telefonnummern wechselst und so. Also die Telefonnummer ist relativ, sag ich mal, stabil. Also wenn du einen Vertrag machst in China, dann brauchst du die Nummer dann sozusagen für alles und die ist dann auch für alles registriert. Okay, vielen Dank. Bitte. Ich hätte eine Zufrage, wenn ich darf. Ja, bitte. Ja, Also sorry, dass das jetzt noch so auf das Thema, aber also du kannst ausschließen, dass dieser Filter nicht nur aus war, weil du Deutscher bist. Also du hast jetzt nicht Leute von da gefragt, ob die doch, auch auf die wir haben mit Website Leuten gehen. gesprochen. Also wie Nee, nee, gesagt, nee, nee, das meine ich also. nicht. Also jetzt dieser Filter, ob du vielleicht einfach auf deutsche Seiten gehen konntest, weil die wissen, dass du Deutscher bist? Also, das ist jetzt nur so eine, meinst du nicht? Definitiv nicht. Okay. Also wir haben das ja, also wie gesagt, wir haben ja auch andere sozusagen Chinesen befragt, wie das ist, ob Ah, die okay. das nutzen können. Und Okay, dann. bei denen ist das ja sowieso anders. Also das Chinesische, also die Chinesen, die schreiben ja mit unserer Tastatur. Also die schreiben ja mit unserer europäischen oder wie auch immer mit der amerikanischen Tastatur. Das ist ja das Interessante. Also die schreiben nicht mit einer chinesischen Tastatur, sondern mit unseren Buchstaben, weil deren Sprache oder deren Schriftzeichen ist im Prinzip eine Lautschrift. Die schreiben sozusagen so, wie sie es sprechen, mit unseren Buchstaben und dann gibt sozusagen der Algorithmus dann gewisse Worte vor, die dann anwählen, also die chinesischen Schriftzeichen dazu. Deswegen, also die können problemlos auch mit unseren Schriftzeichen halt alles aufrufen, weil die halt die Tastaturen benutzen. Also die haben genau die gleiche Tastatur wie wir auch.
Danke. Ich hätte tatsächlich noch mal eine Frage zu dem Credit Score System. Ja. Man bekommt ja hier in den westlichen Medien mit, dass durch dieses System Chinesen teilweise höher oder niedriger gestuft werden und dann zum Beispiel ihren Job verlieren können oder größere Probleme oder eben Bevorteiligungen durch dieses System bekommen können. Kannst du das von Chinesen bestätigen oder aus irgendeiner Art und Weise Erfahrungsberichte teilen? Das Einzige, was ich sagen kann, also wir haben keinen gefunden, der das überhaupt kennt. Also wir haben wirklich keinen Chinesen gefunden und wir haben mit vielen gesprochen. Also ich habe auch, ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier mal meine Kollegen nochmal finde schnell. Ich muss ja mal schnell durch. Sind sie hier? Nee, hier. Also zwei von denen hatten sogar eine chinesische Freundin. Und selbst die haben ihre Freundin gefragt, wie das denn ist. Und selbst die kannten das nicht. Also ich sag mal, wenn ich eine Freundin habe und die kann mir darüber nichts sagen, also dann ist das schon komisch. Also von meinen Kollegen, die, wie gesagt, wir haben keinen Chinesen gefunden, der wirklich eine Aussage treffen konnte, dass er irgendwie überwacht wird. Also ich habe auch in meinem WeChat einige Kontakte, tatsächlich auch aus Beijing. Die könnte man jetzt direkt fragen, die würde dir genau die gleiche Antwort geben, dass sie da keine Ahnung hat. Also die Chinesen kennen das so nicht. Okay. Kannst du dir vorstellen, warum es von westlichen Medien so verbreitet wird? Nee, tatsächlich nicht. Also ich kann die Frage nicht beantworten. Also ich war ja auch irritiert, weil ich habe ja sonst was erwartet. Ich habe ja tagelang mich dann hingesetzt und habe dann Internetseiten durchsucht und habe es aber auch nicht gefunden, wo da die Bewertung sein soll. Also das Einzige, was halt wirklich bewertet wird, sind halt Firmen oder Unternehmen, die halt sozusagen Subventionen haben wollen, also Geld vom Staat. Die müssen sich sozusagen nackig machen, nenne ich es mal. Dankeschön. Kann es vielleicht sein, dass dieses System nur in manchen Regionen eingeführt wurde und in den Regionen, wo ihr wart, noch nicht eingeführt ist? Also, dass ihr deswegen da nicht drauf gestoßen seid? Tatsächlich stand es ja sogar hier auf der Seite von Wikipedia, dass das in Beijing sein soll. Also ich war ja in Beijing und da, wie gesagt, auch da nicht. Also es kann durchaus sein, dass die, also das haben wir auch gehört, das haben dann die auch gesagt. Die haben gesagt, vielleicht wurde das irgendwo mal getestet oder so. Also das haben wir auch von Shanghai gehört, dass das. Ja, also, aber was man so, ja auch zum Beispiel hier oft hört, ist, dass es in den Gebieten, wo die Uiguren leben, dass es da halt eingeführt wird, um die zu unterdrücken. Das kann ich natürlich, da darfst du ja als Europäer nicht hin. Also du darfst da ja nicht mal hinreisen. Also, okay. Also du kannst da hinreisen, aber also sagen wir so, wenn du mit Chinesen unterwegs bist und die nehmen dich damit hin, dann ist das alles okay, weil dann kriegt dich keiner mit. Aber wenn du jetzt selber da hinreisen möchtest, mit offiziellen, wie auch immer, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder so, dann fällst du auf und dann darfst du da auch nicht hin. Okay. Also ich weiß, einer meiner Kollegen, er hier, der hatte eine Freundin und der war in der Region, in der Nähe von Tibet, mit ihr und mit der Familie. Da geht der unter, also da kann der auch problemlos hin. Aber wenn ich jetzt da mit dem Zug hinfahren wollen würde, das geht nicht. Ja, okay. Und das kann durchaus sein, dass es da für die dort irgendwie, aber selbst wenn die, wie gesagt, wenn die da hingereist sind, hat das keine Auswirkungen gehabt. Also das Einzige, was halt immer in dem Fall gezählt hat, war der Corona-Kram. Also ja. Das war interessant, aber sonst nicht. Alles klar. Da hinten, da. Du bist ja geimpft angereist und ich gehe davon aus, dass die Impfung gar nicht anerkannt wurde. Woher weißt du, dass ich geimpft bin? Habe ich das gesagt? Also ich glaube nicht. Das ist die Annahme. Heißt das, dass die, oder bist du geimpft gewesen? Vielleicht ist das eine persönliche Frage an dich. Und wenn ja, wieso wurde das nicht anerkannt und du in 2 Wochen Quarantäne gesetzt wurdest?
Tatsächlich ist jeder in Quarantäne gesetzt worden. Also jeder, der einreist, das waren die Bedingungen von den Chinesen. Also jeder, der einreist, musste in Quarantäne. Also die Impfung hatte keine Auswirkungen. Ich habe mich aber in China impfen lassen. Also nur um es dazu zu sagen. Also ich habe mich zweimal in China impfen lassen. Einfach um es einfacher zu haben bei der Wiedereinreise. Das wurde aber tatsächlich bei uns nicht anerkannt. Mit chinesischen Eigenimpfung? Ja, mit dieser, ja. Mit dem Sinovac, ja. Okay. Aber wie gesagt, in Quarantäne musste jeder, also auch jeder Chinese, der wieder zurückgekommen ist, musste die 2 Wochen oder 3 Wochen in Quarantäne. Also da gab es keinen dran rütteln. Also ich fand es ja auch nicht schlimm, weil wenn du 2 Wochen in Quarantäne gehst und danach dann wieder raus darfst und alles wieder normal ist, also das war ja, ich sag mal, der Tausch war okay. Also dafür, dass es bei uns monatelang stellenweise zu war, habe ich gesagt, na dann 14 Tage Quarantäne und ich darf danach machen, was ich will. Damit kann ich leben. Also das war ein fairer Tausch, sage ich mal. Traut sich nicht. Ja. Ach, du musst fragen. Die Frage von nebenan, wie war die Reaktion auf die chinesische Impfung? Also wir haben uns alle impfen lassen, also die ganze Gruppe. Hat keiner irgendwelche Probleme gehabt. Ja, okay. Also wir haben am Ende auch geflaxt und haben gesagt, ja, vielleicht gab es für die Europäer nur Salzwasserlösungen. Das wissen wir natürlich nicht. Weil durch die Quarantäne und dadurch, dass sowieso alles offen war, ich sag mal, die Impfung war nicht unbedingt notwendig in dem Fall. Weil es war auch keine Pflicht in China. Also wir haben das alle freiwillig gemacht. Also konnte jeder, der wollte, konnte gehen. Also ich weiß es von manchen Firmen, die haben sozusagen die Impf sozusagen Busse oder wie das heißt, da in die Firma gekommen und da konnten dann die Mitarbeiter sich impfen lassen. Aber es war keine Pflicht, also in dem Fall. Wir haben es gemacht einfach für die Wiedereinreise, weil es einfacher ist, wenn du den Impfnachweis hattest. Hast du mal versucht, Grenzen auszutesten, sowas wie eine Suchmaschine benutzen und da Falun Gong oder Winnie Pooh einzugeben, so die Klassiker, die man mal hört? Wie gesagt, hat alles funktioniert. Du kannst dich über Falun Gong da informieren. Bitte? Du kannst dich über Falun Gong, die Sekte, informieren. Das sagt mir nichts. Ach so, du meinst jetzt hier so Kritiker und so. Nee, das habe ich tatsächlich nicht ausprobiert. Okay. Naja, ich sag mal so, also ich war ja in China. Also ich bin auch tatsächlich in China mittlerweile in mehr Lost Places und so gewesen. Also ich habe am Anfang auch so gedacht, ich bin da vorsichtig, aber in China kann man alles machen. Aber ich würde es jetzt nicht drauf anlegen. Also ich hab selber einen Fall gehabt, ich kann das ja mal erzählen, also ich habe tatsächlich fast einen internationalen Zwischenfall ausgelöst und zwar wollte ich nach meinem zweiten Step wollte ich mit der Bahn von Chongqing nach Shanghai fahren mit dem Schnellzug. Und das ist aber bei denen ein bisschen anders als bei uns. Also ich wurde da, also erstmal musst du das gleiche Prozedere machen wie bei uns am Flughafen, wenn du in den Zug willst. Also ich hatte so ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt hier, diese Küchenmesser, die man so in China hat, das hatte ich im Koffer. Und da haben die mir erstmal den ganzen Koffer zerlegt und haben mir das abgenommen und da gab es großen Bohai und so und ich musste aber zu meinem Zug. Und dann bin ich zu dem Zug gekommen und der Kollege, also auch auf das Bahnsteig kommst du nur, wenn du ein Ticket hast. Mein Ticket wurde digital ausgestellt und das hatte ich auf dem Handy, aber das hatte diesen QR-Code nicht, den die brauchen. Das heißt, der musste das erst bei sich am Computer überprüfen. So, und dann bin ich am Bahnsteig gewesen, 3 Minuten vor Abfahrt, war ich auf der Treppe von dem Bahnhof, also nach unten zum Zug. Und da stand unten der Schaffner und hat mich mit dem Koffer die Treppe runtergehen sehen und hat dann gesagt, jetzt die Türen zu machen. Und da stand ich am Zug, wirklich, da sind die Türen vor mir so zugegangen, 3 Minuten vor Abfahrt. Und da habe ich den da, ich sag mal, ich habe einen rund gemacht, weil das war meine einzige Möglichkeit, nach Shanghai zu kommen, um pünktlich dann zu meinem Flieger zu kommen, weil das alles nicht so... So, und da haben die mir richtig ein Ding draus gedreht. Also der Zug ist nicht losgefahren, weil da war ja Drama auf dem Bahnsteig und da hat der Zug Verspätung gehabt, meinetwegen. Ich habe dann später erfahren, dass das in ganz China Auswirkungen hatte. Weil wenn da ein Schnellzug nicht pünktlich losfährt, ist das ganze Netz, also das ganze System durcheinander.
Ja, genau. Bloß mit dem Unterschied, dass es das dort nicht gibt. Und das habe ich aber alles erst später erfahren. Also die haben mich dann sozusagen, ich will nicht sagen, die haben mich in Gewahrsam genommen. Also die Polizei war sehr aufmerksam. Also die haben mich dann zum Essen eingeladen und haben gesagt, die suchen jetzt eine Möglichkeit, wie sie mich nach Shanghai bringen. Und da habe ich gedacht, okay, lässt das mal auf dich zukommen. Und das ging dann, sage ich mal, 1-2 Stunden gut und irgendwie wurde dann, sage ich mal, die Schlinge enger. Also dann musste ich, also erst war ich in dem wie sagt man, dem VIP-Bereich da, in der Lounge sozusagen, da haben die mir Essen gebracht und alles und irgendwann musste ich dann mit auf die Polizeistation und da habe ich dann mitbekommen, dass die im Hintergrund die ganzen Leute da befragt haben, was denn da vorgefallen ist. Und die haben das auch mit dem Messer rausgekriegt, obwohl das natürlich von mir keine Absicht war, da irgendwem im Zug da zu köpfen oder so. Ich wusste es einfach nicht, dass ich da sowas nicht im Gepäck haben darf. Das habe ich dann der Polizei auch erklärt. Und dann wurde ich alles in allem, ich glaube 4 Stunden nach dem Zwischenfall, wurde ich von 2 Mitarbeitern der Firma, für die ich gearbeitet habe, für AT&S, die haben mich dann da sozusagen rausgeholt. Und die haben mir dann am Schluss endlich erzählt, dass also ein Chinese hätten sie da 2 Wochen ins Gefängnis gesteckt für die Nummer. Mir ist zum Glück nichts passiert. Ich musste eine Geldstrafe bezahlen, 200 Yuan. Das sind umgerechnet 25 Euro oder sowas. Da bin ich ziemlich glücklich davon gekommen. Also das hätte schief gehen können, was ich aber auch nicht wusste. Und dann habe ich dem Polizisten auch erklärt, hier bei uns in Deutschland, also wenn der Zug, nehmen wir an, er ist pünktlich, wenn der Zug die Türen zumacht, dann fährt er auch los und nicht 3 Minuten vorher. Das wussten die natürlich auch nicht, dass das bei uns so ist. Und damit habe ich sozusagen, ich sag mal, so einen kleinen Bonus bekommen. Aber für die Nummer, das hätte schief gehen können. Gab es irgendwelche Tabuthemen in Gesprächen mit anderen Chinesen, wo du gemerkt hast, okay, oh, da versuchen sie abzublocken, das Thema zu wechseln oder sonst irgendwas? Auch Politik oder ähnliches? Also die, mit denen wir zu tun hatten, also man muss natürlich sagen, die Kommunikation also findet sehr viel übers Telefon statt. Also weil viele Chinesen können nicht gut Englisch und dementsprechend macht man das über WeChat. Da gibst du sozusagen deinen Text auf Englisch ein und der kriegt ihn auf Chinesisch. Also das ist überhaupt kein Problem. Und so findet da hauptsächlich die Kommunikation statt. Aber dass da jetzt welche wegen Themen irgendwie komisch geworden sind, das haben wir nicht erlebt. Nee. Hast du ein spezielles Thema, wo du meinst, was vielleicht... Naja, man kann ja relativ leicht auf politische Themen, wo wir eben die Uiguren gehört haben zum Beispiel, oder wie sieht denn das eigentlich aus? Keine Ahnung, wie ist denn die Stimmung so in Hongkong und China und wie ähnliches? Also im Sinne von, ob da die Bevölkerung vielleicht auch lieber gar nicht drüber sprechen mag oder ob da eine... Also das mit... Die Leute das da sehen. Das mit Hongkong, tatsächlich haben wir da gar nichts irgendwie, weil das ist für die Ausland. Also wenn du als Festlandchinese, ich sage jetzt mal Festlandchinese, also das ist sozusagen alles, was sozusagen jetzt die Grenzen von China betrifft. Also Hongkong und Macau sind für die normalen Chinesen Ausland. Also die müssen da ein Visa beantragen, wenn die nach Macau oder nach Hongkong wollen. Und deswegen ist das für die kriegen da von der Seite, glaube ich, gar nicht viel mit. Weil die da einfach, wie gesagt, für die ist das ist nicht so richtig mit da. Also politische Themen waren in dem Sinne sowieso nicht so dein Thema da. Naja, ich sag mal, wie gesagt, 2 von denen hatten eine Freundin, also die unterhalten sich natürlich auch über politische Themen, weil irgendwann, sag mal, kommst du auf solche Themen auch. Aber die meisten Chinesen haben halt mit dem, wie es da so funktioniert, überhaupt kein Problem. Das ist einfach so, weil auch selbst wenn du den Straßenkehrer auf der Straße fragst, hier, wie siehst du das, da sagt er, na, ich bin zufrieden. Und wenn du fragst, warum, na, dann sagt er, na, guck dich doch um, ey, das ist in den letzten 20 Jahren entstanden. Und die haben alle, also die meisten haben zumindest Teilhabe. Also es wird schon dafür gesorgt, dass auch die, sag ich mal, die Wanderarbeiter, da geht es um 400 Millionen Menschen, dass die sozusagen bezahlbares Essen und so haben. Und das muss man auch sagen, also das Essen in China und auch so, ich sag mal, der Lebensstandard, den kann da einfach jeder problemlos erreichen. Also da kann auch jeder Chinese kann einmal am Tag warm essen gehen. Also das kannst du bei uns quasi nicht immer. Also das kann nicht jeder, der das möchte, also jeden Tag warm essen gehen. Aber jeder Chinese kann das.
Also da wird schon drauf geachtet, dass die einigermaßen, klar gibt es da auch Leute, die sich aus dem System rausnehmen, die habe ich auch gesehen und erlebt, aber im Großen und Ganzen sind die alle ganz, sind die ganz zufrieden da. Machen wir erst hier unten, genau. Dann machen wir das so. Wie sah das mit den klimatischen Bedingungen in China aus, gerade über den Zeitraum und vor allen Dingen auch Thema Smog? Hast du da irgendwas erlebt, irgendwie, was man erzählen könnte? Also tatsächlich, Chongqing, mal sehen, ob wir es gleich nochmal finden hier. Das ist immer besser, wenn wir die Karte haben. Also das ist hier schon also Ballungsraum. Also das sind tatsächlich, also auch wo unsere Firma war, das ist ein Gewerbegebiet, keine Ahnung, also gigantisch. Also das sind auch Autofirmen und alles. Meine Kollegen, also der erste, der war vor 10 Jahren oder vor 11 Jahren das erste Mal dort. Und der hat gesagt, es ist krass, wie sich das zum Positiven verändert hat. Also am Anfang war der in Chongqing, da hast du... Aber das ist tatsächlich deutlich besser geworden. Also wir hatten, also zu der Zeit 2021, 2022 war das gar nicht mehr so das Thema. Also das muss man wirklich sagen, also die drücken da schon auch aufs Gas. Also in Shanghai zum Beispiel würde ich behaupten, jedes dritte Auto ein Elektroauto. Jeder Bus elektrisch, also das merkst du schon. Also die Qualität der Luft ist schon wirklich besser, also als vor 5, 6, 7 Jahren, also da. Und klimatisch gesehen, also Beijing ist ungefähr auf Höhe Rom, nur um es mal zu sagen. Trotzdem haben die da Winter, also richtig Schnee, also ungefähr so. Und Chongqing ist ungefähr so auf Höhe von Alexandria, Ägypten. Also da gibt es im Sommer Temperaturen, also 40 Grad sind drin. Also Winter 0 Grad ist so das wirklich das Niedrigste, 5 Grad plus. Das ist so im Winter hier erreichbar. Aber im Sommer 40 Grad gehen, also kein Problem. Shanghai, dadurch, dass das an der Küste liegt, das ist ungefähr auf gleicher Höhe, weil das ist ja hier so eine Kurve, gell? Wenn man das hier so annimmt, das liegt ungefähr auf der gleichen Höhe, also auch so Höhe, sag ich mal, Tel Aviv vielleicht. Da ist es aber durch den Pazifik ist es da immer, also es ist nicht ganz so, es schwankt nicht ganz so stark. Also da hast du im Winter vielleicht mal 20 Grad, mal 15 Grad, aber im Sommer 40 erreichst du da meistens nicht. Also in der Innenstadt hier in Chongqing, also da kann es schon garstig werden. Also da zwischen den ganzen Hochhäusern, das ist schon, kann man sagen. Also braucht man nicht jeden Tag. Alles klar, vielen Dank. Na gut, aber danach zurück. Na, dann lass du erst das Mädel und dann, komm. Nee, okay. Du hast das mit der Uhr im Blick hier. Du hast das im Blick mit der Uhr? Gut. Weil ich. Ach so, ja. Ja, bitte. Ja, ich bin's nochmal. Also, man konnte ja die effiziente Umsetzung von Corona-Maßnahmen in China beobachten. Also, bei uns war das träge und eventuell nicht so effizient, aus meiner Sicht. Und, okay. Wir haben ja zwei verschiedene Welten, China und wir, europäische Welt oder westliche Welt, zwei verschiedene Mindsettings. Mhm. Und ja, jeder tickt ja anders. Aber gibt es da eventuell irgendwelche Overlappings, also Überlappungen von den Mentalitäten, wo wir dann sagen, okay, davon könnten wir eine Scheibe abschneiden? Oh, ich meine jetzt, ich rede jetzt um... Richtung Umsetzung von Maßnahmen, Umsetzung von irgendwelchen Vorhaben, Projekten und so weiter. Wir haben unsere Bürokratie, sie auch, jedoch sind sie viel schneller. Also wir haben jetzt gesehen, wie die Entwicklung war. Ja, aber das hat ja natürlich mit Mindset und dem Staat zu tun. Aber ich meine jetzt, die Menschen sind ja quasi die Wurzeln vom Staat selber und gibt es da Überschneidungen, wo wir dann vielleicht feststellen könnten, okay, die sind flexibler,
die ticken anders. Das könnten wir von den Chinesen vielleicht abgucken. Oh, da gibt's ein paar Punkte, die mir da einfallen würden. Also ich sage mal, die sind zum Beispiel Meister in der Infrastruktur. Also wie die das in diesen Riesenstädten mit der Infrastruktur lösen, also mit Belieferungen und auch mit Abfall und so, das haben wir nicht festgestellt. Also das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, da könnten wir auf jeden Fall mal hinschauen. Also die haben ihre, sag mal, diese Städte, also die, das sind ja nur drei, also die haben ja viel mehr so eine Million Städte, ich glaube über 80 oder so. Die funktionieren bei denen ganz anders. Also erstmal haben die, sag mal, zwei Gesellschaften, eine Taggesellschaft und eine Nachtgesellschaft, weil du kannst in solchen Städten keine 40 Millionen Menschen gleichzeitig, das geht nicht. Deswegen haben die zwei Gesellschaften, eine Tag- und eine Nachtgesellschaft. Die Nachtgesellschaft kümmert sich quasi um alles, was du nicht sehen sollst. Das fand ich sehr interessant, weil... Aber wir können davon keine Scheibe abschneiden, Warte. Nein, das können wir nicht, aber was wir können, die haben's im Griff, solche Städte zu beliefern ohne LKWs. Bei uns in den Innenstädten und auf den Autobahnen sind ja, sag ich mal, mittlerweile mehr LKWs unterwegs als PKWs. Das gibt's bei denen nicht. Du siehst dort praktisch keinen LKW. Wie die das lösen, wissen wir nicht, aber sie kriegen's hin. Die Straßen sind quasi nur für die PKWs da. Das wäre zum Beispiel was, wo ich sagen würde, wenn wir das in den Griff kriegen oder wenn wir uns das mal angucken, das wäre sehr interessant. Weil Berlin ist schon groß und wir wissen, wie es in Berlin aussieht. Ich glaube, das weiß hier so ziemlich jeder. Ich vermute, die haben das auf die Bahn gelegt, also auf die Gleisen. Wie gesagt, das wären halt solche Sachen. Du hast ja danach gefragt, was man sich abschauen könnte. Also das wäre zum Beispiel was, wo ich sagen würde, da könnten wir auf jeden Fall mal drauf schauen. Wie lösen die sowas? Wie kriegen die solche Städte in den Griff? Weil, wie gesagt, also Chongqing allein ist die Hälfte unseres Landes. Also von der Größe her schon fast und von der Bevölkerung auch. Also wenn wir allein mal da hingucken, wie kriegen die das mit der Infrastruktur hin? Genauso Bauprojekte, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Also die haben jetzt in Beijing, ich glaube, in 5 Jahren den größten Flughafen der Welt gebaut. Also mehr brauche ich nicht sagen, oder? Also da sind die anders drauf. Infrastruktur ist das Stichwort. Das ist bei denen ganz oben. Also wie löse ich diese, das sind 1,4 Milliarden Menschen. Also die müssen anders, sage ich mal, mit den Dingen umgehen. Aber das eine oder andere könnte man sich vielleicht trotzdem mal anschauen. Also was wir wissen, die machen es zum Beispiel nicht wie wir. Bei uns muss halt ein Bauprojekt dann immer was ganz Besonderes, Neues sein. Die bauen halt, sag ich mal, aus dem Baukastensystem. Das sieht ein Flughafen aus wie der andere, hat aber den Vorteil, ich kriege die in der gleichen Zeit oder in einer kurzen Zeit dann hingebaut. Könnte man bei uns auch mal drüber nachdenken, ob man manche Bauprojekte vielleicht nicht extravagant macht, sondern funktionell. Und das machen die halt. Also die gucken sich die Dinge an, wie funktionieren sie, und dann holen die sich das Beste raus. Also wir haben gesehen, oder ich habe gesehen, also wie die zum Beispiel Autobahnbrücken bauen. Auf unserem Weg, also wir haben ja hier in Chongqing in der Innenstadt gewohnt und das Gewerbegebiet war so 20 Kilometer außerhalb. Und da haben die eine Autobahn über die Autobahn gebaut. 6 Spuren, Brücke über eine 6-spurige Autobahn. Das haben die in 6 Wochen gemacht. Das ist bei uns nicht möglich. Die haben während des fließenden Verkehrs unten, haben die oben eine Brücke drüber geschoben. Die haben sie nebenan gebaut und haben die über die Autobahn geschoben in 6 Wochen. Also auch das sind Dinge, da sind die durchaus anders drauf. Also und da können wir durchaus mal gucken. Also es gibt mit Sicherheit noch viel mehr Sachen, wo man sagt, da könnten wir mal drauf schauen. Dankeschön. Bitte. Ach ja, genau. Du hast ja am Anfang erzählt, dass das überhaupt nur möglich war, einzureisen, unter anderem, weil du beruflich eingereist bist, wegen der Auflagen, die es gab zu der Zeit. Und du hast ja auch immer wieder erwähnt, dass ihr mit so einem ganzen Team vor Ort wart, mit 6 Leuten aus Deutschland und Thailand. Ja. Und mich würde jetzt interessieren, was habt ihr da eigentlich beruflich gemacht in China? Und wie waren so deine Erfahrungen damit, falls du darüber was erzählen magst? Also ich habe es ist jetzt ein bisschen kompliziert. Wir haben für eine Firma gearbeitet, AT&S,
das ist ein Halbleiterhersteller, der sitzt eigentlich in Österreich. Der hat zwei Werke in China, eins in Shanghai und eins in Chongqing. Und das in Chongqing, das ist jetzt sozusagen neu gebaut worden und da haben wir sozusagen mitgeholfen. Wir haben aber Teile für eine Firma aus Deutschland dort aufgebaut. Und zwar ist das Halbleiterindustrie, also AT&S macht Halbleiter, unter anderem für, was weiß ich, Intel und Apple bauen die Leiterplatten für die iPhones und so und für die Tablets. Das wird zum Beispiel in Chongqing gemacht und für Intel machen die Chips. Und wir haben, die deutsche Firma, für die wir gearbeitet haben, macht die Absaugungsanlagen für diese Laserbohrmaschinen. Diese Leiterplatten, da sind ja Bauteile drauf und die werden nicht gebohrt, sondern das wird reingeschossen, also mit Lasern. Da machen die, was weiß ich, 50.000 Löcher in so eine Leiterplatte, in so eine Platine. Und dafür haben wir die Absaugungsanlagen gebaut. Okay, interessant. Also es ist, also die Firma hier, also das Ding in Chongqing, Investitionsvolumen weit über 1 Milliarde, also was die da gebaut haben. Also die Absaugung, die wir gebaut haben, also wir haben 10, ich nenne es mal ganz große Staubsauger aufgebaut. Also wir 7 da, die du da vorhin gesehen hast. Und die hängen an über 100 Laserbohrmaschinen. Also allein in dem Raum, wo die Laserbohrmaschinen drin stehen, da stehen, ich glaube, 500 Millionen Euro drin. Mhm. Kannst du irgendwas darüber erzählen, über deine Erfahrungen zusammenzuarbeiten vor Ort mit Chinesinnen und Chinesen? Oder war da gar nicht so viel Kontakt mit Leuten außerhalb eures Teams? Wir hatten tatsächlich immer, also der eine hier, den ich vorhin gezeigt habe, hier der Fan, das war zum Beispiel unser Kontaktmann in Shanghai. Also mit dem haben wir auch wirklich immer zusammengearbeitet. Der war sozusagen der Kommunikator zwischen sozusagen deren Belangen und sozusagen unseren. Der war sozusagen der Mittler. Mit denen haben wir immer zu tun gehabt, also jeden Tag. Das hatten wir in Chongqing auch. Da haben wir, das sind 3 Werke, also 3 verschiedene sozusagen Werke, die zwar auf dem Papier zusammengehören, aber intern sozusagen getrennt sind, die komplett. Und da haben wir für jedes einzelne Werk sozusagen eigene Ansprechpartner. Mit denen hast du natürlich jeden Tag zu tun. Also die laden dich auch mal zu nach Hause ein. Also das ist schon relativ privat, also wie es bei uns auch wäre. Also die sind da auch recht unkompliziert. Okay, interessant. Aber die Chinesen an sich sind relativ faul, wenn das mal. Also wenn die nichts machen müssen, dann sind die auch froh, wenn wir es machen. Okay, dankeschön. Also wie wir da rangehen mit der Arbeit, das ist bei denen nicht so. Also man sieht schon, wo da ein Europäer die Hand anlegt oder ja, das ist schon. Ja. Ich hätte noch mal eine Frage zu den. Du hattest ja die Bilder von den Kameras gezeigt und gezeigt, dass überall in China Kameras vorhanden sind. Und du hattest ja auch gesagt, dass die teilweise einfach ersetzt werden, wenn sie kaputt sind und die. Nee, da wird einfach eine daneben gehangen. Also, die werden eben nicht ersetzt. Das ist nicht wie bei uns. Ja, das meinte ich. Sie werden ergänzt. Ergänzt, genau, das trifft's. Und ich hätte eine Frage und eine Vermutung. Die Frage: Konntest du aus Erfahrungsberichten herausbekommen, warum so viele Kameras überall sind und wofür und wer das aufzeichnet, verwendet? Wird wahrscheinlich schwer sein, das ist mir bewusst, weil. Also ich sag mal so, ich glaube tatsächlich, also das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ich glaube tatsächlich, dass viele Kameras aufgehangen werden, einfach nur, dass sie da hängen, aber am Ende guckt sich das keiner an. Also das haben wir so, weil wir haben das ja auch bei uns in der Firma, da hängen ja, also in jedem dieser Werkräume, wo auch immer, da hängen überall Kameras. Und wenn man dann mit den Leuten spricht, also mit unseren, sag ich mal, Mittlern, von denen wir gerade gesprochen haben, das interessiert kein Schwein. Das ist nur dann interessant, wenn mal wirklich was passiert. Dann guckt da vielleicht mal jemand drauf, aber vorher interessiert das niemanden. Also das ist wirklich, das haben wir in der Firma öfters erlebt, dass dann im Nachhinein gesagt wurde, ja, und dann hat da mal jemand geguckt. Aber zum Beispiel haben wir dadurch, also wir haben in Chongqing mal ein Erdbeben erlebt, da konnten wir uns dann am Tag drauf angucken, wie es in der Firma aussah, also wie alles gewackelt hat. Also wir haben es nur in der Nacht erlebt, also es war irgendwie früh um 3, um 4 irgendwann, war mal so in Chongqing ein Erdbeben. Und da konnten wir dann am nächsten Tag gucken, wie es in der Firma alles gewackelt hat. Das war
Aber sonst interessieren, also wie gesagt, die sitzen vor den Monitoren, also wirklich, die sitzen vor ihren Monitoren und sitzen so da oder schlafen. Also es ist wirklich, du siehst keinen, der sich das anguckt. Also wirklich nicht. Das ist so. Also selbst bei der Polizei, die sitzen dort mit ihrem Handy, das interessiert da keinen. Also ich hätte ja auch gerne mal ein paar Polizisten fotografiert, wie sie da sitzen mit den Handys, aber das ist tatsächlich nicht so, da darf man sich halt auch nicht erwischen lassen. Also ich gehe zwar manche Risiken ein, aber ich übertreibe es auch nicht. Also ich muss die folgende Information auch als sehr, ist nur eine Vermutung und dafür bin ich auch zu wenig drüber informiert, aber könntest du dir vorstellen, dass die schiere Masse an Kameras, die in den Teilen, wo du jetzt warst, dort hingen, vielleicht den Sinn haben, China im Westen auf eine bestimmte Art und Weise darzustellen und dadurch politische Konvergenz zu schüren? Kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Klar, das sind alles Vermutungen, aber... Das sagte ich ja. Das ist reine Theorie. Aber was man tatsächlich sagen muss, und das ist mir persönlich aufgefallen, der Vorteil ist natürlich, also ob das den Chinesen interessiert oder nicht, aber der Vorteil ist, es ist halt wirklich alles sauber. Du siehst halt wirklich keine Ecke, also auch in keinem Zug irgendwas zerkratzt ist. Du siehst keinen kaputten Stuhl, du siehst nirgendwo ein Graffiti. Es hat, glaube ich, schon auch seinen Vorteil, also muss ich sagen. Ja, also wie gesagt, die Chinesen, mit denen wir gesprochen haben, die interessiert es gar nicht. Also die Kameras sehen die auch gar nicht. Das interessiert die wirklich überhaupt nicht. Aber ich sag mal, es wird sicherlich, eine gewisse, sag ich mal, Macht auf die Leute auch ausüben, dass sie sagen, okay, ich benehme mich hier anständig. Natürlich. Das wissen wir natürlich nicht. Es reicht ja schon, wenn man denkt, dass man überwacht genau. wird, dass man sich dann ganz anders verhält. Aber ich habe letztes Jahr beim CCC mal einen Vortrag gehört, da ging's tatsächlich um so ein ähnliches Thema, und zwar um diese Kameras, die sie bei uns hier in Berlin auf dem Bahnhof da aufgehängt haben. Die haben ja wohl eine Fehlertoleranz von irgendwie 1% oder 0,5 oder irgendwie sowas. Und da haben die das mal ausgerechnet, dass da über einen gewissen Zeitraum halt tausende, sag ich mal, Fehlmeldungen kommen. Wenn ich das auf so eine Stadt wie Chongqing hochrechne, die bräuchten hunderte Millionen Menschen, die diese Bilder sich angucken, um überhaupt diese ganzen Fehlermeldungen sich anzugucken. Also, weil ich weiß nicht, wie viele Kameras da hängen, aber wenn man das mal hochrechnet, selbst wenn die nur 0,1% Fehlerquote haben an Fehlmeldung, dann macht die Masse so gigantisch. Also ich glaube, das kann am Ende sowieso keiner mehr überwachen. Also. Mhm. Ja, bitte. Ja, der Kollege. Du kannst es so fragen, du warst doch ganz... Ja, ja. Hast du dich zu irgendeinem Zeitpunkt unsicher gefühlt, wenn ja, im Kontext? Wie gesagt, nur ganz am Anfang. Also nur am Anfang, die ersten Tage, wo ich so nicht wusste, wie kann ich mich hier verhalten. Aber sonst, am Ende, wenn du merkst, hier, die interessieren sich da nicht dafür, dann interessierst du dich da auch nicht mehr dafür. Wie gesagt, ich bin da in Lost Places gegangen, ich bin da in Objekte reingegangen, das würde ich mir in Deutschland nicht zutrauen. Aber da gehst du halt einfach, wie gesagt, da hast du öfter mal ein Loch im Zaun, da gehst du halt einfach rein und guckst dir an. Ich habe auch in einigen meinen Tag hinterlassen, also. Muss ich ehrlich zugeben. Ja, bitte. Du hast ja gesagt, dass man WeChat braucht in China unbedingt, und das Ganze läuft ja über eine chinesische SIM-Karte. Ja. Könnte es sein, dass diese chinesische SIM-Karte, und du hast ja noch gesagt, dass die Nummer ja für alles verwendet wird, dass das wie so eine ID ist, dass man die Kameras gar nicht braucht? Also du läufst ja quasi immer mit dieser Nummer, also mit diesem Handy, und du wirst ja vielleicht überall erkannt, auch ohne diese Kameras. Ja, ja, mit Sicherheit. Also klar, also das ist aber bei uns nichts anderes. Also durch die SIM-Karte weiß natürlich jeder, wo du dich zu welchem Zeitpunkt aufhältst, wenn du das Telefon nicht zu Hause liegen lässt, ist klar, ja. Na gut, also bei uns kannst du ja mehrere SIM-Karten nehmen, oder? Kannst du in China auch, also die haben auch alle 2, 3, 4 Handys, also das ist überhaupt kein Problem, ja, ja. Und kannst du dort auch eine SIM-Karte nutzen, die auf jemand anders registriert ist, oder muss die auf dich laufen? Mit Sicherheit. Also da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, weil wir haben ja auch, weil wir manchmal Probleme hatten mit den Grüncodes, also haben wir auch, also wenn wir,
wenn wir irgendwo hin wollten in so, wie nennt man das, nein, so öffentliche Einrichtungen oder in so Nationalparks oder so, da brauchtest du auch immer einen speziellen Grüncode. Manchmal musstest du den auch vor Ort machen. Das hat mit unseren Telefonen manchmal nicht funktioniert. Da haben die Chinesen sozusagen ihren Account auf unseren gespielt, sozusagen, dass wir deren nutzen, und dann ging das auch. Das ist, wie gesagt, wenn du einen Chinesen dabei hast, funktioniert es eigentlich immer. Also da brauchst du keine Sorgen machen. Also das, klar, mit der SIM-Karte bist du logischerweise immer irgendwo unter Kontrolle, klar. Okay. Tja, dann freut es mich, dass ihr so lange geblieben seid.